Okay, so herzlich willkommen zur Algebra-Veranstaltung. Wir führen mal gemeinsam einen Beweis und man wird euch nicht im Video verstehen, okay, sondern man versteht euch nur leise aus dem Off. Deswegen wiederhole ich alles, was ihr sagt. Gut, zu beweisen war, die Menge aller linearen reellen Funktionen mit der Verkettung als Verknüpfung ist eine Gruppe. Also wir haben eine Menge, die Menge aller linearen reellen Funktionen, eine Operation, die Verknüpfung, die Verkettung von Funktionen und diese Menge mit der Operation zusammen ist eine Gruppe. Das wollen wir beweisen. Vielleicht klären wir erstmal die Begriffe. Was ist denn eine lineare reelle Funktion? Es dürfen auch alle mitmachen, die im Stream zugeschaltet sind. Also gerne hier reinschreiben. Ich habe den Chat mit im Blick. Okay, was ist eine lineare reelle Funktion? Kommt. Ihr habt euch schon vorbereitet, das wisst ihr. Hexe. Die Potenz von dem x ist nicht größer als 1. Okay. Wie sieht denn die allgemeine Form einer solchen Funktion aus? F von x ist gleich m mal x plus b. Genau. M mal x plus b und x kommt aus den reellen Zahlen. Für x können wir irgendeine reelle Zahl einsetzen, deswegen reelle Funktion. Linear ist kein x², kein x hoch 3 oder irgendwas in der Art. Könnt ihr vielleicht das Fenster zumachen, glaube ich, ein bisschen, damit es ein bisschen leiser ist? Okay. M und b, aus welcher Menge stammen denn m und b? Das müssen wir uns auch noch klar machen. M und b, woraus können wir die nehmen? Mixi? Auch reelle Zahlen, genau. Mit m und b aus den reellen Zahlen. So. Und jetzt haben wir eine Menge, nämlich die Menge aller Funktionen f mit dieser Eigenschaft. Okay? Wir packen alle linearen Funktionen in eine Menge. Und wir betrachten jetzt diese Menge m mit der Verkettung als Verknüpfung. Oh, ich werde gerade gefragt, ob ich heute ohne Ton bin. Ich bin aber zu verstehen, oder? Test 1, 2, 3. Ich müsste zu verstehen sein im Stream. Falls nicht, bitte nochmal melden. Okay. Was ist denn die Verkettung von Funktionen? Na. Okay, ich setze für mein x eine andere Funktion ein. Also f verkettet mit, also erstmal ist die Verkettung eine Operation, die binär ist, das heißt zwei Funktionen nimmt und wieder eine Funktion rauskommt dabei. Na? So, ich verkette die beiden Funktionen f von g und f verkettet mit g von x ist was? Willst du sagen, wie müsste man das jetzt schreiben? Oh, ja. Okay, du hast schon die Formel hier verwendet und hast es eingesetzt. Wenn ich noch gar nicht so weit gehen würde, sondern erstmal nur sagen würde, f von g von x, ganz allgemein gesprochen, ist was? Hexe? F von g von x. Genau, f von g von x. So. Okay, f von g von x.
Also, f verkettet mit g von x bedeutet, ich nehme erstmal die Funktion g, wende die an und das Ergebnis stecke ich in f rein und wende das an. Kleine Anmerkung. Manchmal, also es gibt zwei unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Verkettung. In dem Fall hier macht man es häufig so, dass wenn man sagt, f verkettet mit g von x, bedeutet g wird als erstes angewendet und dann f, damit ich hier die Reihenfolge nicht ändern muss. Ne? Also man könnte sich auch denken, erst wird f angewendet und dann g, dann würde ich aber hier g von f von x hinschreiben müssen, dann würde ich die Reihenfolge ändern müssen. Also f verkettet mit g von x bedeutet erst g, obwohl es hier als zweites steht, damit ich das hier drin sozusagen in f einsetzen kann, ne, dass die Reihenfolge sich nicht ändert von f und g. Es gibt aber auch manche Situationen, da kommen wir heute am Ende der Stunde drauf, bei denen man bei f verkettet von g sagt, erst f und dann g. Und das ist halt Konvention, ne, muss man sich darauf einigen, was meint man denn? Und jetzt in dem Fall meinen wir, f verkettet mit g von x bedeutet erst g, dann f. Okay, so. Also wir haben die Menge aller linearen Funktionen mit der Verkettung als Verknüpfung und wollen zeigen, das ist eine Gruppe. Was müssen wir machen, um zu zeigen, dass diese Struktur eine Gruppe ist? Elvis. Erstmal die Abgeschlossenheit prüfen. Erstmal die Abgeschlossenheit prüfen und all die anderen Gruppenaxiome noch. Es gibt ja, wie viele Gruppenaxiome gibt es? Jenny, ja. Ja. Es gibt vier plus die Kommutativität. Genau, ja, ja. Also es gibt eigentlich vier Gruppenaxiome, ne? Und das fünfte Axiom, das du gerade erwähnt hast, die Kommutativität, bedeutet ja nur, dass es sich dann um eine abelsche Gruppe handelt oder um eine kommutative Gruppe. Also wir gucken uns erstmal nur die vier Hauptaxiome an. Abgeschlossenheit. Was noch? Mixi? Assoziativität, Lilifee, es gibt ein neutrales Element und, Luca, Vorsicht, es gibt nicht ein inverses Element, sondern, ja, es gibt mehrere. Wie müsste man, es gibt zu jedem Element in der Gruppe ein inverses. So, okay. Gut, dann fangen wir an mit der Abgeschlossenheit, hat Elvis vorgeschlagen. Ne? Machen wir das mal, Abgeschlossenheit. Was müssen wir zeigen bei der Abgeschlossenheit? Elvis? Dass bei der Verknüpfung immer noch eine lineare reale Funktion ist. Genau. Wir müssen zeigen, dass durch die Verknüpfung wieder eine lineare reelle Funktion rauskommt. Dass also das Ergebnis der Verkettung wieder in der Menge m drin ist. Und nicht, dass da irgendwie eine quadratische Funktion oder sowas rauskommt. Okay. Ja, also was müssen wir machen, um das zu zeigen? Du hast es vorhin schon angedeutet, was du gemacht hast, ne? Sag mal. Hm? Also wir nehmen jetzt, wir sagen, vielleicht überlegen wir uns, f von x ist mx plus b, okay. Oder sagen wir vielleicht überlegen wir uns jetzt zwei neue Variablen, dass das irgendwie, das sind ja nur allgemeine Platzhalter, ne? F von x ist ax plus b und g von x ist was? Cx plus d, okay. So, ax plus b und cx plus d. Los geht's. Wir schauen uns f verkettet mit g von x an und schauen, ob das, was da hinten rauskommt, eine lineare Funktion ist. Und du hast schon gesagt, was wir machen. Also wir machen jetzt f verkettet mit g von x ist ja gleich nach der Definition f von g von x
Also f von, was soll ich jetzt einsetzen? Luca? Cx plus d. Wie geht's weiter? Hexe? A in Klammern, genau das hier wird ja jetzt bei f in das x eingesetzt. Also a, cx plus d plus b. So. Ist das jetzt eine reelle Funktion, die reelle lineare Funktion? Sieht man vielleicht noch nicht so richtig. Wir sollten es in diese Form hier bringen. Ja? In etwa in diese oder in diese Form hier. M mal x plus b. Was können wir da machen als nächstes? Willst du weitermachen? Okay. ACX plus AD plus B. Genau, AC mal X plus irgendwas da hinten. Ne? Jetzt müssen wir aber noch begründen, dass das der Faktor vor dem X und hinten die Konstante beide aus den reellen Zahlen sind. Ist A mal C aus den reellen Zahlen? Du nix, warum? Ja, das, der Anfang war gut. A ist aus den reellen Zahlen und C ist aus den reellen Zahlen. Das wissen wir also. Genau. Da die Multiplikation in den reellen Zahlen abgeschlossen ist, muss auch A mal C in reellen Zahlen sein. Und das gleiche Argument hinten, ne? A ist in reellen Zahlen, D ist in reellen Zahlen, B ist in reellen Zahlen, also ist auch A mal D plus B in den reellen Zahlen, weil alle Operationen, die wir da verwenden, abgeschlossen sind bezüglich der reellen Zahlen. Okay, das heißt, das hier ist Element unserer Menge M. Na, das, was hier rauskommt, oder vielleicht schreiben wir es noch ein bisschen deutlicher anders hin, so einfach so schreiben, F verkettet mit G ist Element M, unsere Menge M. Okay. Abgeschlossenheit haben wir. Ja. Gute Frage. Muss man es jetzt auch noch umgekehrt prüfen? G verkettet mit F. F und G sind ja zwei beliebige Funktionen. Jetzt kannst du dir vorstellen, ich habe F, die Funktion ax plus b gewählt und g die Funktion cx plus d. So, ich habe jetzt hier vier konkrete Zahlen a, b, c und d. Ich könnte ja aber auch für f die Werte wählen, die ich für g gewählt habe und die, für g die Werte, die ich für f gewählt habe. Oder hättest du sozusagen die Situation, die umgedrehte. Da f und g total beliebig sind, kann ja f jede beliebige Funktion sein und g jede beliebige Funktion. Also muss ich jetzt nicht den umgedrehten Fall nochmal machen, weil sowieso von Anfang an schon jede beliebige Funktion da reingepasst hat, ne? Okay. Gibt's Fragen noch dazu, zur Abgeschlossenheit? Also, jetzt haben wir gezeigt, f ist in der Menge, g ist in der Menge linearen Funktion und dann ist f verkettet von g, f verkettet mit g auch in dieser Menge. Abgeschlossenheit gilt. Was zeigen wir als nächstes? Ja, Tina. Die Assoziativität zeigen wir jetzt. Genau, muss mal gucken, wie das hier mit den Tafeln machen, dass das auch zu sehen ist. Ja, ich glaube, so passt das. Die Assoziativität. Also zu zeigen ist jetzt was? Schreiben vielleicht mal hin, was zu zeigen ist.
Hexe? Nochmal? F verknüpft mit G. Lass mal das x mal weg. Ich verkette die Funktionen f und g. Ja, das verketten wir mit h. Das muss was sein? Ich verkette erst g und h. Mhm. Und dann f vorne dran. So, ne? Also ich kann umklammern, das besagt ja das Assoziativitätsgesetz. Okay. Oder das Axiom, muss man sagen, Gruppenaxiom. Gut. Wie zeigt man so eine Gleichung? Was macht man da am besten? Zeigt man ganz oft Gleichungen? Mögli? Also du meinst jetzt Termumformung erst in die eine, dann in die andere Richtung, oder? Nee? Ach so, du machst erst in die eine, dann in die andere Richtung, könnte meinen, dass man kleiner gleich hat in die eine und die andere Richtung und dann ist es gleich, oder? Mhm. Du nimmst die linke Seite, setzt die Formeln ein, die rechte Seite nimmst die Formel. Okay, und formst so lange um und guckst, ob das gleich unten rauskommt. Das kann man machen, das ist aber nicht so schön, weil zwei Seiten einer Gleichung so lange umzuformen, bis unten sowas rauskommt wie 0 gleich 0 oder 1 gleich 1 oder Term gleich Term. Das ist gefährlich in anderen Situationen, bei denen dann vielleicht auch Ungleichungen da drin sind, kleiner gleich, man nicht genau weiß, wie man damit arbeiten soll, da vertut man sich leicht. Und schöner ist es, das entspricht aber genau deinem Vorgehen eigentlich, wenn man auf der einen Seite anfängt und so lange umformt, bis man auf der rechten Seite rauskommt. Und am Ende liest sich das so, aber man kann auch von hinten und von vorne und von hinten gleichzeitig arbeiten und schauen, dass man sich in der Mitte trifft. Und dann wäre das das, was du machen willst. Das machen wir mal, okay? Also wir beginnen auf der linken Seite. F verkettet mit G, verkettet mit H ist gleich. Und formen so lange um, bis wir auf der rechten Seite rauskommen. F verkettet in Klammern G verkettet mit H. Wir können uns aber auch von zwei Seiten in die Mitte bewegen. Das ist so eine typische Strategie beim Gleichheitsbeweis. So, F verkettet mit G verkettet mit H ist was? Hier oben, das dürfen wir alles verwenden. Luca? Ja. F von G von X, ne? Kann man das so schreiben? Ich überlege gerade, ob man das so schreiben darf. Wegen dem x. Das ist ein bisschen ungünstig. Na gut, machen wir es mal so. Verkettet mit h. Ja, also wir sagen ja hier, erst wird g angewendet, dann wird f angewendet und diese Funktion wird mit h verkettet. Machen wir es mal so weiter. Na? Und was wäre dann der nächste Schritt? Hm? Genau, jetzt wird ja erst h angewendet, ne? H von x, dann wird das Ergebnis in g dann wird das Ergebnis in die vordere Funktion eingesetzt, also in f von g. Okay, jetzt gehen wir von rechts vor. Was wird hier als erstes gemacht? Hexe?
F verkettet mit? Genau, G von H von X. Ja, also hier erst wird das in den Klammern ausgewertet, das ist G von H von X verkettet mit F. Und was passiert jetzt hier? Hm? Genau, jetzt wird das Ergebnis von G von H von X in F von X eingesetzt und dann steht das da. Und jemand, der jetzt kommt und den Beweis liest, denkt, wir hätten uns von links nach rechts durchgearbeitet. Und wenn ihr ein Mathe-Skript lest, steht es meistens so da und ihr denkt, wie um alles in der Welt kommt derjenige jetzt an der Stelle darauf, diesen Schritt zu machen und so. Ne? Also man hätte natürlich sich von links nach rechts durcharbeiten können, aber oftmals ist es eben so, dass man sich auf die Mitte zuarbeitet und am Ende sieht es dann so aus, als könnte man sich von links nach rechts vorhangeln. Und mit viel Erfahrung kann man das auch, aber so kann man es natürlich auch machen. Und das ist ein schöner, würde ich sagen, ein schöner Weg zu verhindern, dass man beide Seiten so lange umformt, bis unten zwei gleiche Terme stehen. Ne? Okay. Was ist verrückt an dieser Gleichung, an diesem Beweis? Sieht's jemand? Wir haben eine Sache gar nicht verwendet. Mixi? Ja, wie eine Funktion überhaupt aussieht. Das gilt einfach für alle Abbildungen. Nicht nur für Lineare. Ganz egal. Ich habe irgendwelche Abbildungen und die Verkettung von Abbildungen ist assoziativ. Was man da häufig verwendet, ist so ein Maschinenmodell. Guck mal, ob ich das hier irgendwo hinbringe, ohne in den Chat reinzuschreiben. Weil den sieht man nämlich auch in dem Bild. Vielleicht mache ich das nochmal hier oben. Die Idee ist die folgende. So eine Funktion ist wie so eine Maschine. Ich habe hier eine Funktion f. Da kommt oben ein Wert rein und unten kommt f von x raus. Und wenn ich jetzt Funktionen verkette, bedeutet das, dass ich einfach eine nächste Maschine unten dran hänge. Oder in unserem Fall ist es h. Zuerst wird h ausgewertet. Das Ergebnis h von x kommt in g hinein. Und das Ergebnis davon wird dann in f reingesteckt. Ne? So, das bedeutet, ich habe f von g von h von x. Ich stecke x in h rein. Dann kommt hier h von x raus, dann stecke ich h von x in g rein, dann kommt hier g von h von x raus und dann stecke ich das in f rein, dann kommt hier unten f von g von h von x raus. So. Und die Assoziativität bedeutet jetzt nichts anderes, als zu sagen, ich betrachte das hier als eine große Maschine, die F von G Maschine. Das bedeutet, ich klammere diese Maschinen. Ja? Also ich betrachte das hier als eine Maschine. Das ist der geklammerte Teil und das Ergebnis von H von X wird da reingesteckt und dann wird F von G ausgewertet. Oder im anderen Fall betrachte ich das hier als eine Maschine von zwei Maschinen, die zusammengepackt werden, assoziativ. Ja, wird jetzt G von H ausgewertet und das wird dann in die F-Maschine reingesteckt. Also man kann die Verkettung von Funktionen als eine Verkettung von drei Maschinen betrachten und einmal packe ich die oberen beiden Maschinen in einen großen Kasten. Innen drin passiert aber nichts anderes, als erst die eine und dann die andere kleine auszuwerten. Oder ich packe die letzten beiden Maschinen in einen großen Kasten, was auch nichts bedeutet. Innen drin sind einfach die kleinen Maschinen ineinander gehängt. Letzten Endes werden die Maschinen immer, die drei Maschinen nacheinander abgearbeitet, egal um welche Maschinen ich einen großen Kasten drumherum gebastelt habe. Ja?
Okay, und das sagt praktisch auch diese Gleichung hier. So, habt ihr dazu Fragen noch? Okay, jetzt haben wir die Abgeschlossenheit und die Assoziativität. Was kommt als nächstes? Drittes Gruppenaxiom. Luca, es gibt ein neutrales Element. Wir müssen also ein Element finden, das bezüglich der Verkettung keinen Unterschied macht. Also nichts ändert, ne? F, irgendeine Funktion f verkettet mit dem neutralen Element muss wieder f ergeben. Und das bedeutet jetzt an der Stelle, wir müssen eins vorschlagen. Wir müssen uns eins überlegen. Also, welches Element könnte wahrscheinlich das neutrale Element sein, so dass es funktioniert? Hat jemand eins gefunden? Mixi. Genau. Neutrales Element. Also, das können wir ja vielleicht n nennen. N von x ist gleich x. Das ist deine Vermutung. Das ist das neutrale Element. Okay, überprüfen wir es mal. Wir müssen es von links und von rechts an jede beliebige Funktion dran verknüpfen können. Und es darf nichts ändern. Es muss sozusagen die Funktion so lassen, wie sie ist. Also machen wir erstmal f verkettet mit n von x. Was ist das? Hexe? F von n von x. Mhm. Ja, wir müssen noch gar nicht so. Wir müssen das f jetzt gar nicht auflösen. Könnten man machen, aber wir könnten ja auch einfach. Mixi? Hm? Warum ist es einfach f von x? N von x gleich x. Genau, das kann ich hier einsetzen. Ist also gleich f von x. Okay. Und jetzt müssen wir es auch nochmal von der anderen Seite ran verknüpfen, weil wir wissen ja nicht, Kommutativität ist ja nicht unbedingt gegeben. Ne? Also wir müssen jetzt schauen, ob n verkettet mit f von x auch f von x ergibt. Was macht man da jetzt? Was ist n verkettet mit f von x? Muss noch mal kurz schauen. Nala, genau. N von f von x. Und jetzt? Was ist n von irgendwas? Mhm. Ja, also wieder f von x, genau. Also f verkettet mit n von x ist f von x und n verkettet mit f von x ist f von x. Fertig. Und bei links und rechts kommt das Gleiche raus. Okay. Und jetzt fehlt noch das vierte Axiom. Zu jedem Element gibt es ein inverses Element. Und das ist der schwierigste Part jetzt. Wir müssen jetzt nämlich sagen, was ist zu irgendeinem einer linearen Funktion das inverse Element? Also welche Funktion muss ich mit f von x verketten, sodass am Ende n von x rauskommt? Was muss ich in m mal x plus b reinstecken, damit am Ende x rauskommt? Und ich glaube, da muss man sich mal ein bisschen rantasten.
Also wir wollen also vielleicht schreiben wir das erst nochmal hin. Wir wissen, f von x hat irgendwie die Form a mal x plus b. Und jetzt brauchen wir eine Funktion f hoch minus 1 von x, die Umkehrfunktion. Also nicht die Umkehrfunktion, Entschuldigung, sondern das, vielleicht benennen wir es mal anders. F quer von x als inverses Element mit cx plus d. Und f verkettet mit f quer muss x ergeben. Hat da jemand eine Idee oder umgebastelt, wie das aussehen könnte? Wie könnte man das rauskriegen? Nixi? Also, f verkettet mit f quer von x muss n von x ergeben. Und n von x ist ja x, ne? Okay. Was ist denn f verkettet mit f quer? Also quasi das, was wir vorher schon hatten, mit a, c, x plus a, d, x, b. Also bei der abgeschlossenen. Das hier, ne? Genau, ja, das, wir haben die Variablen ja gleich benannt. Also ist das a cx plus d. Ah, nee, nehmen wir doch die Variante hier. Entschuldigung. Das hier, ne? Wir können das Umgeformte schon nehmen. Das ist, glaube ich, besser. Das ist also a cx plus a d plus b. Und das muss gleich x ergeben. Ja, willst du weitermachen? Und dafür muss a, a mal b gleich 1 sein und a d plus b gleich 0. Dazu muss a mal c gleich 1 sein und a d plus b gleich 0. Genau. Was bedeutet das jetzt also für f quer von x? Cx plus d, wie sieht das hier aus? Also 1 durch a mal x und d. Minus b durch a, genau. 1 durch a mal x minus b durch a. Das ist jetzt die Behauptung, dass das hier das inverse Element zu f von x ist. Und wir wissen auch, dass es funktioniert mit f verkettet mit f quer. Wir müssten jetzt nur noch zeigen, dass exakt das gleiche Element auch das inverse ist, wenn wir es andersrum machen. Also f quer verkettet mit f von x. Oder wir können gleich aufhören und sagen, es ist keine Gruppe. Warum nicht? Man könnte es jetzt auch auf die Position begeben und sagen, wir haben alles geprüft, aber an der Stelle, tut uns leid, ist doch keine Gruppe. Weil? Es gibt Funktionen, bei denen gibt es dieses Inverse nicht. Warum? Euch müsste was komisch vorkommen. Ein ungutes Bauchgefühl. Wenn ihr so eine Gleichung seht. 1 durch a mal x minus b durch a. Es gibt Funktionen f von x, bei denen gibt es dieses Inverse nicht. Warum? Elvis. Wenn a gleich 0 ist. Das haben wir nirgendwo ausgeschlossen.
Aber Funktionen, bei denen jetzt in unserem Fall hier oben m gleich 0 ist, gibt es dieses Inverse nicht. Okay, könnte man sagen, keine Gruppe. Wir können aber auch sagen, okay, wir fordern jetzt mal da oben, dass m ungleich 0 ist. Okay, wir fordern das jetzt mal. Und dann zeigen wir, dass das tatsächlich das Inverse zu all den Funktionen ist, und zwar links und rechts dran verknüpft. Rechts dran verknüpft haben wir es schon. Jetzt müssen wir es nur noch zeigen, dass es auch funktioniert, wenn wir es links dran verknüpfen. Und das machen wir mal. F quer von f von x ist gleich was? Also wir hoffen jetzt, dass dann x hinten rauskommt. Was müssen wir machen? F quer von f von x, genau. Das können wir jetzt ja einfach einsetzen, ne? Das ist f quer von ax plus b. Und das ist gleich f quer von x ist ja das hier. 1 durch a mal ax plus b minus b durch a. Ne? Ich habe jetzt f von x in f quer von x eingesetzt. Wie geht's weiter? Mach mal. 1 durch a mal x, das hier ist x und dann hinten b durch a ist gleich 0. B plus a minus b durch a minus b durch a ist gleich 0, also kommt x raus. Also kommt n von x raus. Das Neutralelement. Nochmal wiederholen, was haben wir gerade gemacht? Wir haben gezeigt, zu jeder Funktion gibt es ein inverses Element. Das heißt, die Funktion verkettet mit der inversen Funktion sozusagen ergibt das Neutralelement, das wir hier oben bestimmt haben, nämlich x. Und um zu zeigen, dass es zu jeder Funktion eine inverse Funktion gibt, mussten wir eine uns zurechtbasteln. Wir mussten gucken, wie ist denn die inverse Funktion? Ne? Und haben festgestellt, durch die Bedingungen, die wir gestellt haben, dass die inverse Funktion sein muss, 1 durch a mal x minus b durch a. Das funktioniert hier schon, weil wir auf diesem Weg f verkettet mit f quer von x die Funktion hier aufgestellt haben. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, dass es auch im umgedrehten Fall funktioniert und haben festgestellt, da funktioniert es auch. Aber nur unter der Bedingung, dass a ungleich 0 ist. Jubel. Okay. Habt ihr Fragen zu den Beweisen hier?